Heute melden wir uns aus dem Wanda Metropolitano, liebe Zuschauer, und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel. Das übliche Kommentatoren-Duo ist live dabei, also Wolf Fuß und Frank Buschmann, und das ist heute natürlich auf jeden Fall ein Spiel, das man nicht verpassen sollte. Atletico Madrid gegen Helsinki. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Könnte jetzt was werden. Per Pari mit Mai. Sieht gefährlich aus. Da muss er aufpassen. Jetzt versuchen sie es hier, Atletico Madrid. Ja, schwacher Ball hier. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Per Pari mit Mai. Sie bekommen den Abstoß. Koke am Ball. De Paul. Jetzt Suarez. Antoine Griezmann. Vielleicht die Führung jetzt. Atletico mit der Ecke jetzt. Jetzt die Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Geoffrey Kondogbia. Jetzt haben sie den Ball wieder. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Den Ball hat er. Koke am Ball. Am Ball Griezmann. Kondogbia. Suarez. Geoffrey Kondogbia. Gehalten, Szene geht weiter. Es ist schon erstaunlich, wie torgefährlich Suarez ist. Da war er wieder. Macht das erste Tor in dieser Begegnung. Und das ist Freude pur beim Argentinier. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Weiter dieser Angriff. Da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Aber der Ball ist weg. Die Gefahr damit vorüber. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Griezmann. Und damit ist der Ball weg. Heternay. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Per Pari mit Mai. Da holen sie sich den Ball mit diesem Zweikampf. Und er hat den Ball. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szenen. Geht jetzt was für Atletico. Volley genommen.
Da ist das Tor. Antoine Griezmann macht's mit einem Volley, mit einem unglaublichen Volley. Was für ein Treffer. Er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Er spielt den Pass zurück. Gutes Tackling. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2-0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Zu Beginn dieser zweiten Hälfte sieht es gut aus für Atletico. Sie waren hier alles in allem bislang die bessere Mannschaft. Jiménez, Kondogbia. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Aber jetzt kommt dann doch der Ballverlust, da waren sie unaufmerksam. Heltanay. Er hat Platz zum Flanken. Ja, könnte was werden. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Da passt der Klasse auf. Jetzt wird hier gewechselt. Ecke kommt in den 16er. Da kann er klären, gut aufgepasst. Schön dazwischen gegangen. De Paul. Antoine Griezmann. Er verhindert die Flanke. Das hat er gut gesehen. Handspiel. Das geht in Ordnung. Eindeutig mit der Hand dran. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Lema. Ball ist weg. Da passt der Torwart richtig gut auf. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft, aber sie müssen sich vorne natürlich geschickter anstellen. Es fehlen die klaren Torchancen und so müssen sie sich nicht wundern, dass sie hinten liegen. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Vielleicht der Anschlusstreffer. Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. De Paul. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen.
Und da zeigt er seine ganze Klasse, kommt raus und pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Perfekt getimt, diese Aktion. Heternay. Die Chance jetzt vielleicht zum Kontern. Aber wir sehen's. Ballverlust. Schön durchgesetzt. Die Gelegenheit für die Flanke. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Heternay. Wir haben jetzt noch regulär 5 Minuten vor uns und die beiden trennt ja nur ein Tor. Geht da noch was? Jetzt ist der Platz da. Der muss doch drin sein. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Klasse Pass! Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Tor, der Ausgleich! Sie haben es tatsächlich geschafft, egal wie das hier ausgeht. Hut ab vor dieser Leistung! Gefällt Diego Simeone natürlich nicht und er lässt sich jetzt sicherlich wieder was einfallen. Alles wieder offen hier. 2-2. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Hier konnte sich kein Team durchsetzen, der Schiedsrichter hat abgepfiffen.